Schönen guten Tag, mein Name ist Alexander Vierschroth und ich verantworte bei der 1&1 die Serverangebote bzw. das komplette Infrastrukturportfolio. Marcel Davis kommt nachher später zur Preisverleihung, also keine Sorge, der wird dann auch da sein. Wir haben uns heute mit dem Projekt aus drei Gründen beworben. Erstens zeigt es geradezu exemplarisch, wie die Cloud Gründer und Kleinstfirmen dabei unterstützt, mit nahezu null Hardware-Investitionen eine Idee zu einem tragfähigen Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und auch eine entsprechende Skalierbarkeit zu bieten. Das werden wir nachher sehr schön in den Folien sehen. Grund 2 ist auch ein bisschen Stolz mit dabei, dass wir mit dem 1&1 Cloud Server Anfang des Jahres ein Produkt an den Start gebracht haben, was sowohl von der Funktionsfähigkeit, also von Funktionsumfang, als auch von der Performance und Skalierbarkeit und wie Sie das von 1&1 gewohnt sind, zu einem unschlagbaren Preis diese Leistung abbilden können. Und Grund 3 haben wir hier ein Projekt, was jeder von Ihnen auch direkt einfach mal ausprobieren kann, nämlich spätestens morgen Abend, wenn der nächste Bundesligaspieltag beginnt, einfach mal testen. Und ich übergebe jetzt an Maurice Eisterhuis, Chef von Toralarm, Deutschlands schnellster Fußball-App. Vielen Dank. Mein Name ist Maurice Eisterhuis. Ich bin, wie gesagt, Gründer und Geschäftsführer von Toralarm, Deutschlands schnellster Fußball-App. Die Idee dazu kam uns, als wir im App Store ganz viele Apps gefunden haben, die überladen waren, viele News, und wir wollten einfach was Einfaches machen, was ganz fokussiert ist und sich auf das Wesentliche beschränkt. Stellen Sie sich vor, es ist schon übermorgen, Samstag, 15 Uhr. In einer halben Stunde gehen die Spiele los, die Vorfreude ist groß. Was passiert dabei im 1&1 Rechenzentrum? Wir haben hier eine Minimalleistung sozusagen vor den Spielen und können dann dieses flexibel skalieren. Das heißt, nicht mit dem Anpfiff, sondern eine halbe Stunde vorher, zeitnah, fahren wir die Ressourcen hoch und haben dann diese weiteren Servercluster innerhalb von einer Minute hochgefahren ungefähr. Und die sind vorkonfiguriert, das heißt, wir drücken auf einen Knopf, dann ist das da. Und wir haben auch sogar, es gibt sogar die Möglichkeit mittlerweile, das über eine API zu machen, da arbeiten wir gerade daran, dass das vollautomatisiert passiert. Technisch funktioniert das so, wir haben hier unsere Nutzer, die kommunizieren irgendwie mit unseren Servern. Da haben wir verschiedene Load Balancer für verschiedene Anforderungsbereiche und dahinter halt die voll skalierbaren Servercluster, die wir je nach Bedarf zuschalten. Unsere Daten werden irgendwo zentral verwaltet, dann gibt es einen zentralen Push-Server, der dann über die Provider-Server, Amazon, iOS, also Apple, Windows und Android, die Notifications raussendet und an die Kunden weiterleitet. Wir haben mit unseren Apps zusammen auf den Plattformen 2 Millionen Downloads mittlerweile. Und da kommt natürlich dann einiges zusammen. So, in einem dunklen Stadion gehen die Lichter an und es wird gespielt. Und ja, dann kommt eine Links-Rechts-Kombination und dann passiert es, Tor, und dann muss alles sehr schnell gehen. Wir versenden für ein Tor ungefähr, wenn Bayern zum Beispiel ein Tor schießt, versenden wir 500.000 Push-Benachrichtigungen in wenigen Sekunden. Und das macht im Monat etwa 300 Millionen Notifications, die wir versenden. In so einer Bundesliga-Konferenz ist alle 6 Minuten durchschnittlich ein Tor. So. Das heißt, da brauchen wir dann enorm viel Leistung, da haben wir enorme Peaks. So sieht das dann aus, hier kommt oben die Notification rein, dann freuen sich die Leute, der Jubel ist groß und die können immer emotional daran teilhaben, an dem Fußballerlebnis, auch wenn sie gerade unterwegs sind und die Spiele nicht live verfolgen können. So sieht unsere App aus, das ist ganz einfach aufgebaut, reduziert auf das Wesentlichste. Die Apple Watch ist auch als Beispiel mal, also wir versuchen da immer so, alles was so da ist, mal auszuprobieren und spielen damit rum. Und nach dem Spiel geht es dann wieder aus und wir fahren hier die Server wieder runter. Also da wird halt dieser Mehrwert der Cloud deutlich. Das heißt, wir zahlen halt auch wirklich nur für die Leistung, die wir brauchen. Und da wird es halt ganz klar, hier in dieser Grafik kann ich das mal zeigen, das ist die Auslastung unserer Server oder die Belastung der Server. Einfach mal die letzten 2 Wochen. Und wir sehen hier Bundesliga, da haben wir ein enormes Peak, dann geht es runter unter der Woche. Und dann sieht man hier, da war ein Länderspiel, Deutschland hat gespielt, dann geht es wieder hoch und wieder runter. Und ich denke, hier wird es wirklich deutlich, warum wir uns für eine Cloud-Lösung entschieden haben. Weil sonst müssten wir halt einen Server haben, einen dedicated Server, der immer hier oben die Leistung abfangen kann, welche eigentlich noch viel höher ist, weil das ist ein Tagesdurchschnitt. Und wenn man sich das dann auf die 1 Minute nach dem Tor vorstellt und da sich den Graph jetzt mal vorstellt, dann wird er natürlich noch größer. Wir versenden 500.000 Push-Nachrichten in 15 Sekunden, haben hierdurch eine Einsparung von etwa 80% gegenüber dem dedizierten Serverbetrieb. Und seit wir uns für den 1&1 Cloud-Server entschieden haben oder seit wir den jetzt im aktiven Betrieb live haben, ist unsere Performance in den Push-Benachrichtigungen im Versand
derer nochmal um 30% gestiegen im Vergleich zu unserer alten Lösung. Ein Ausblick nochmal. Im Moment sind wir nur in Deutschland aktiv. 99% unserer Nutzer kommen aus Deutschland. Wir starten aber jetzt das Ganze auch noch in 8 weiteren Ländern. Die Apps sind jetzt übersetzt. Der Rollout ist jetzt zu Ende. Das heißt, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger bei jedem Nutzer schon live. Wir müssen das natürlich jetzt noch irgendwie anpitchen. Also nur weil die App jetzt in einem Store irgendwo live ist und übersetzt ist, heißt das noch nicht, dass man da Nutzer hat. Wir werden uns jetzt überlegen, wo wir genau anfangen, das noch einmal zu promoten, dass wir dann hoffentlich den gleichen Erfolg, den wir in Deutschland haben, woanders auch noch haben. In Deutschland haben wir im Moment ungefähr 40 Millionen Werbeeinblendungen, die wir vermarkten auf dieser App. Und wenn wir das auch nur in 1 oder 2 anderen Ländern schaffen, dann beginnen für uns auf jeden Fall goldene Zeiten. Ja. Ich bin auch an der Stelle schon durch mit der Präsentation. Ich glaube, das hat mit der Zeit auch ganz gut gepasst. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, meine Herren. Jetzt kommen wir zu den Fragen. 4 Minuten. Ich bin gespannt. Wer möchte loslegen? Bitte mit dem Mikrofon da. Herr Zilch beginnt. Bitte. Ja, ich fühl mich so ein bisschen zurückversetzt ins Jahr 2010. Skalierbarkeit von Cloud-Anwendungen haben Sie vorgestellt. Was ist denn jetzt das besonders Innovative von Ihrer Seite im Jahr 2015? Das habe ich schon so oft gesehen, was Sie schauen gesagt Sie mich an oder schauen Sie? Ich schaue Sie an. Der Business Case verstehe ich halbwegs, aber es geht ja hier um die Cloud-Infrastruktur. Was ist denn da besonders? Was wir mit dem 1&1 Cloud Server erreichen wollten, war die maximale Einfachheit in der Bedienung. Das heißt, wir haben versucht, eine Kombination zu schaffen aus der Leistungsfähigkeit und dem Funktionsumfang großer Enterprise Clouds. Das heißt, wir müssen uns da nicht hinter Amazon mit AWS und so weiter verstecken. Auf der anderen Seite aber ein extrem einfaches Nutzerinterface geschaffen. Ich will jetzt keine Klischees über 1&1 Kunden hier in den Raum werfen, aber genau da ist natürlich der Punkt, wo viele sich mit einer AWS Cloud einfach überfordert fühlen. Wenn Sie die produktiv in einem Unternehmen und sei es nur Mittelstand einsetzen wollen, brauchen Sie jemanden, der entsprechendes Training dafür hat. Das ist in den meisten Mittelstandsumgebungen einfach nicht gegeben. Da sitzt ein Admin, der kriegt ein Minimalsbudget und soll damit die ganze IT wuppen. Und das schaffen Sie nicht, wenn Sie hochkomplexe Cloud-Infrastrukturen aufbauen müssen. Die Funktionalität beim Cloud-Server ist in wenigen Klicks gemacht. Das heißt, selbst solche Sachen wie Load-Balancing, VPNs etc. sind dann Sachen von wenigen Minuten. Ich glaube, das kann Herr Eisler-Hüppmus auch wunderbar bestätigen. Ja, stimmt. Also ich glaube, ich kann sagen, du bist auch kein IT-Nerd letzten Endes. Also ich kann mal für mich sprechen. Ich habe mir das alles irgendwie selber beigebracht, so wie es halt, was ich brauchte. Also ich habe jetzt das nicht studiert und habe nicht Bücher über Bücher darüber gelesen, sondern ich habe mit einem ganz kleinen Server angefangen, der ist dann abgestürzt und da habe ich das Potenzial der ganzen App irgendwie oder der Idee erkannt und dann wurde der Server ein bisschen größer und dann ist das wieder irgendwo an seine Limits gekommen und so hat sich das dann hochgearbeitet, bis wir jetzt hier sind und wo wir jetzt mittlerweile 20 Server betreiben und halt jederzeit einfach vorkonfiguriert neue Sachen, neue Instanzen hinzuschalten können und das ist halt für uns der Mehrwert eindeutig. René Büst von CRISP. Aber das heißt, Sie haben da jetzt noch am Freitag und am Samstag Leute sitzen oder zumindest einen, der mal Knopf drücken muss, oder was? Also, auch die Skalierung. Ne? Die Skalierung funktioniert auch per Knopfdruck. Theoretisch, ja. Also, es ist faktisch so, wir arbeiten gerade an dieser API, die 1&1 hat diese API zur Verfügung gestellt. Okay. Wir haben einfach aufgrund, wir haben nicht so viel Manpower, wir haben einen anderen Fokus, unser Fokus liegt auf den Apps, da ein Update zu machen. Da legen wir lieber den Fokus darauf, die Apps besser zu machen, bevor wir jetzt, das ist die Sache, aber wir arbeiten gerade dran und wollen das halt auch jetzt intelligent lösen. Und Sie wollen ja in 8 Länder expandieren. Meinen Sie das mit 1&1 zu schaffen? Sie brauchen die lokale, Sie brauchen ja die europäische Skalierbarkeit dann in 8 Ländern. Sie brauchen dann ja ein bisschen auch die Performance gewährleisten. Meinen Sie, dass Sie das damit sicherstellen können, mit einem Rechenzentrum in Deutschland? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das funktioniert, da das Rechenzentrum, das kann ich ja so sagen, das steht meines Wissens gar nicht in Deutschland. Das heißt, das steht jetzt für unseren, das ist innerhalb der EU und ist für unseren deutschen Traffic, funktioniert es. Also es ist zentral, wo es dann wahrscheinlich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es für die anderen Länder dann auch funktionieren wird. Aber wenn ich hier gerade reingrätschen darf, weil vielen Dank für die Frage, denn das ist ein Punkt für viele unserer Kunden, die sagen, ja, Latenz ist uns wichtig. Die müssen wir runterkriegen. Genau deshalb gehen wir jetzt auch mit neuen Rechenzentren an den Start. Das heißt, wir werden auch einen Data Center Selector integrieren in das Produkt, wo der Kunde sich das Rechenzentrum aussuchen kann, was für ihn am nächsten liegt oder auch eine Georedundanz letzten Endes schaffen kann. Wir haben gerade US gelauncht, für die europäischen Kunden auch interessant, dort eine Data Center Location zu haben.
aber wir werden noch weitere Data Center in Europa launchen. Das nächste geht im November in Deutschland an den Start. Eine schnelle Frage noch. Mir geht es wie immer um das Businessmodell. Ich finde das löblich, dass 1&1 sagt, wir unterstützen Start-up-Unternehmen, wir unterstützen Mittelstand vor allen Dingen. Ich habe verstanden, das Businessmodell baut auf Werbeeinnahmen auf, die eingeplant sind. Die App selber kostet offensichtlich nichts. Inwieweit gibt es dort eine Unterstützung seitens 1&1, dass es eine erfolgsabhängige Bezahlung beispielsweise gibt? Ist das mit drin oder ist das ganz standardisiert? Nein, für uns spielt das überhaupt keine Rolle. Das heißt, Herr Eisterhus bekommt genau den gleichen Vertrag, genau den gleichen Tarif wie jeder unserer Nutzer. Vielen Dank. Wir sind durch mit den 4 Minuten. Herr Sendort, beim nächsten Mal. Vielen Dank, meine Herren. Danke. Für das Headset drüben im Abgeben.